Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Hunt Showdown. Heute spiele ich mal wieder mit Senseless Survivor zusammen. Dem guten Matze, dem sein Kanal verlinke ich euch am Ende in dem im Abspann und in der Videobeschreibung. Schaut da auch gerne mal vorbei. Der hat auch super Hunt-Videos und auch sehr viel Escape from Tarkov, wenn ihr da Interesse dran habt. Guckt es euch an, der macht super Videos, ist ein super sympathischer Kerl. Es hat mega Spaß gemacht, mal wieder mit ihm zu zocken. Er hat eine längere Handpause gemacht, deswegen ja, erkläre ich ihm hin und wieder mal die ein oder andere Neuerung. Ich weiß gar nicht, ob es in der Runde auch so war. Werdet ihr sehen, ich weiß es gerade nicht. Ja, nach einer 8 Monaten, ich glaube 8 Monate waren es, kommt er zurück ins Bayou und will wieder auf die Jagd gehen. Und da nehme ich natürlich sehr gerne mit. Und es war auch direkt eine sehr, sehr, sehr spannende Runde. Eine sehr coole Runde, wie ich finde. Schaut es euch an. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Jetzt steht. Wir spawnen und alle sterben, ne? Aber wo sind die anderen? Auf dem Compound waren, glaube ich, welche. Okay. Die waren hier am Eingang. Da vorne läuft einer rein. Oh, einer auf dem Dach, hä? Ach nee, das war eine Fliege. Ja. Eine Schlampe, meine ich. Daneben ist einer. Ist er weit weg? Nein. Oh. Nein! Oh, ich hab jetzt hab's vor. Shit, wie blöd war ich denn schon wieder? Dreh dich um, dann halt nicht. Na, lass er. Tut ja jetzt nichts. Noch nicht. Rechts. Da, geradeaus jetzt, ja. Schleich dich durch den Getreideacker. Das ist gerade mein Plan. Der Tipp ist gar nicht gut gegeben, aber selber. Stell ich mich an wie der letzte Trottel. Die sind, glaub ich, da drin. Jetzt fackel nehme ich ab, du Vollhongst. Sind die alle in dem Haus oder was? Wahrscheinlich. Kippen die jetzt alle deine Leiche ab? Ist das eine Bombe? Sterbt! Da war ein Hitmarker, oder? Ja. Sehr schön! Da liegt ja noch einer. Ja, ja. Die liegen ja alle rum. Direkt dort. Ja.
komm, nö. Die komm. Er hat sie selber am Hals, Alter. Sehr nice. Ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Ich auch nicht. Waren das jetzt alle drei? Du hast den einen. Hier ist die anderen beiden. Ich gehe erstmal zum Versorgungswagen kurz. Den habe ich nicht erschossen. Ja, da lag. Ach so. Meiner war ein anderer, ja. Ach, was weiß denn ich? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass alle tot sind. Achso, ich komme mit zum Versorgungswagen. Versorge meine Wunden. Hier bin ich gerade über eine Leiche drüber gerannt. Ist der Medipack irgendwo? Ja, ah, ja. Meistens an Versorgungswegen, ja. Mhm. Ach, schön. So. Hier lag noch auch einer. Anderen. Und dann loot ich. Noch, dass ich ein bisschen Geld zusammenkriege. Haben die alle keine Pistole oder was? Waren hier jetzt alle Teams oder waren das zwei Teams? Hex. Ich glaube, das waren zwei Teams, ja? Draußen hatte ich einen doch erschossen. Da liegt sie, Pratsche breit. Was hat sie denn? Wir zählen mal die Leichen. So, hier. Das ist Nummer 2. Das ist Nummer 2. So. Hast du einen gelootet da hinten? Nee. Ah, da liegt. Da ist das letzte Team ist am Schießen. Ja. So, Wetterli und Lemat. Ich würde seinen Karabiner nehmen. Hier ist ein Uppercut. Wenn du die haben willst, kannst du nehmen. Oh, yes. Sehr nice. Die hat, glaube ich, eine Mosin. Und dann nehme ich die Mosin. Jo. So, das waren jetzt 3, 4. Hier müssen noch mehr Tote sein. 3. 1, 2, 3. Die eine 4. 3, 4. Naja, hinten lag noch einer. Das war Nummer 5. Weißt du, wo? Ich, ja, hier. Da fehlt auch Nummer 6. Was ist denn der Schönes? Ah, eine Martini und eine Pax. Spezialmunition. Ich hol da mal der erste Hinweis. Ja. Und wenn wir den sechsten noch finden. Ja, weiß, wo der liegt. Die haben sich ja davon schon die Rübe eingeschossen. Aber da hinten wird da südwestlich wird noch geschossen, weit weg. Ja, ich hab's gehört. Naja, die werden wahrscheinlich den Boss machen. More Battery oder was? Bin hier eingeschlafen. Geld. Boah, Alter, geht die mir auf den Sack.
Aber ich habe ja doch einen Headshot gedrückt, habe ich gedacht. Was ist das? Ich hab's ja schon. Jetzt kommt da noch ein Zombie. Nervt mich nicht. So. Jetzt brauch ich noch einmal Heilung. Geh schon mal vor. Ja. Ich geh grad nochmal zum Versorgungswagen. Oh, was ein Stress, ey. Ach so, stimmt, ich war erst hier. Ach, ich hab ja den Perk, dass ich mich bei an Hinweisen heil. Hab ich gar nicht mehr dran gedacht. Mhm. So, wir gegen die. Ich hole nochmal einen Hinweis hier. Jo. An Lawson Station. Ah. Oh, hier sind zwei. Ja. Und da ist auch endlich der Immolator zum Erschießen, dann habe ich sie alle. Sehr schön. Komm mal her, mein Guter. Nein. Was denn? Ah, die Hunde. Ja, bin auf dem Weg, bin auf dem Weg. Ich lauf weg. Jetzt brauche ich Medikit. Zock ich da im Zug? Wegen den Scheiß. Schieß ab. Ja, Moment. So, ich musste nachladen. Ich habe die ganze Zeit daneben gesprochen. So, Heilung. Heile herbei. Hab sie. Ach, das ist Spezialmunition. Hier ist Spezialmunition, wenn du brauchst. Nee, ich hatte gerade. Ich brauche andere normale. Ja, da ist noch ein Versorgungswagen bei Sweetbell. Da können wir auch den letzten Hinweis holen. Mhm. Da sind noch mehr Hunde. So, diesmal habe ich gleich den Schädel gesprochen. Sehr gut. Danke. Sweet Bell voraus, Captain. Holst du den Clou? Ich gehe mal zum Versorgungswagen. Ei. Dann schauen wir mal, wo der Boss ist. Ich bin ja mal gespannt. Kein Bock, ich bin immer noch da unten. Was soll ich denn machen? Ah, er kommt schon von alleine. Eisenhütte ist der Boss. Eisenhütte, okay. Wie gesagt, hier Versorgungswagen, Munition und so. Sehr schön. Ich bin voll. Die haben den Boss 100% schon gelegt und warten jetzt auf uns, weil sie die Schüsse. Ja, natürlich. Wir sind noch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen. Wir wissen das doch. Was? Kennst du das nicht? Nein. Wenn jemand von dir denkt, dass du nichts drauf hast, dann sagt man, er glaubt, ich bin auf der Wurstsuppe hergeschwommen. Auf der Fettschicht. Praktisch. Die hat dich durchs Leben getragen, sozusagen, weißt du? Ja, okay, ich verstehe.
Krähen, die sind auf jeden Fall dort. Die schießen ja tot. Ah, die sind ziemlich laut. Vielleicht haben sie uns doch nicht so ganz auf dem Schirm. Okay, wenn wir es schaffen... Oh Gott, hier ist so viel Wasser. Mhm. Wenn wir es schaffen, leise darüber zu kommen, kommen wir vielleicht doch in eine ganz gute Position. Weil der Boss ist so scheiße laut. Ja. Wenn die uns echt schnell auf dem Schirm haben. Ich bleib mal unten. Mhm. Okay, die kämpfen auf jeden Fall gegen den Boss. Der lebt noch? Hä, was haben die ganze Zeit gemacht? Kommst du mit rein? Hast du was für Fernkampf? Ja, ich habe eine Mosin für Fernkampf. Ah, ich meine für Nahkampf. Ein Messer und eine Uppercut. Okay. So, ich gehe hier einen kleinen... Leider niemanden getroffen. Aber jetzt wissen sie, dass wir da sind. Bist du drin? Nee. Achso. Okay, hier hinten am Turm ist jemand. Soll ich rein? Nee, ich bin auch noch draußen. Einer von denen hat einen Hit. Wird schon aber gleich heilen, nehme ich mal an. Hab einen. Sehr gut. Außen. Einer, ja. Ich gehe mal hinten links, also rum zur Brücke, wo wir hergekommen sind. Ja. Ich glaube nämlich, die will uns umgehen, oder? Nö, die ist nur am Turm. Die ist schon wieder zurückgegangen. Ach so. Aber einer läuft hier unter mir im Matsch rum. Ach, in der Hütte drin? Direkt unter mir. Okay, dann komme ich mal rein. Down. Das ist jetzt nur noch die eine. Die war hier, die ist aber höchstwahrscheinlich wieder rein, nehme ich mal an. Ein Zombie, der hier unten rumgestapft ist. Nee, ich habe mir getötet. Ach, die da draußen ja auch. Hier steht ein Zombie noch drin. Nee, hier habe ich einen getötet. Ach so. Den loote ich jetzt. Wenn du willst, kannst du ihn auch looten. Dann können wir ihn abfackeln. Okay. Das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Wir haben aber gar nichts zum Abfackeln. Nee, stimmt. Die Brandbombe habe ich reingeschmissen. Wir können zusammen reingehen. Na, dann gehen wir rein. Gehst du oben rein, ich gehe hier unten rein. Mhm.
Warte, ich glaube, er ist doch wieder vorne. Ja, ich versuche mal reinzuschleichen. Ich habe eine Laterne gefunden. Hat einen Hit, die ist draußen. Warte, ich habe eine Laterne. Wo? Die ist hinter der Hütte vermutlich jetzt, da drüben auf der anderen Seite. Die ist draußen auf der anderen Seite, da hinten, hinter dem Haus, hinter dem Compound, direkt. Hat einen Hit. Okay. Wo ist er hin? Da, wo ist Dynamit hinwerf. Down. Oh. Ich habe wieder nichts abgekriegt. Warte mal, bevor ich die loote, ich will ja natürlich Geld haben. Geh ich erst mal gucken, ob der irgendwo eine Toolbox gedroppt hat. Oh, das ist recht. Aber oh, ich habe eine Giftspritze, die kann ich gut gebrauchen. Ey, hier ist noch einer! Was? Da ist noch einer, Tim! Ja, ja, bin da. Das sind zwei! Hä? Die muss einen aufgestellt haben. Ja, die hat einen aufgestellt. Der eine, der gebrannt hat. Ich komm zu dir. Da ist er! Muss ich heilen, Sekunde. Schön. So, kurz nachladen. Der ist bei dir in der Nähe, der Typ. Nein! Oh, Mist, ich wollte noch mehr Fächer, aber. Und er hat nur Dings. Eine Kettenpistole. Ist der drin? Nee, der war draußen, aber ich glaube, er ist jetzt wieder reingerannt. Da sitzt da drin, hast du ihn gesehen? Mhm. Die Ratte. Wo will der hin? Da ist er. Oh! Siehst nicht? Hab meine Sekunden aufgebraucht. So. Aber die Blitze hier sagen mir, wo er ist. Aha.
Oh. Scheiß Glocke. Ich glaube, der hat eine Mosin. Das kann sein. Das dumme Schwein. Sehr nice. Da, ich kann nicht mehr meine Muskeln wiederholen. Das hat er Hund davon. Mal gucken, was er mir da gelassen hat. Bestimmt nur Schrott. Ja. Wohl. Der Crown and King, Alter, ist auch nicht so übel. Kann man nehmen, ja. Jetzt bin ich echt am Grübeln hier. Also rein vom Geld her wäre die Crown King mehr wert. Ja. Dann nehme ich die Crown and King und die Uppercut für die Distanz. Ja, hier liegt auch noch ein Trade. Alligatorbeine. Na, okay, die habe ich mir schon einmal gewünscht. Wird schon einmal genommen, es tut mir leid. Ach so, das ist kein Problem. So. Natürlich ist jetzt noch Stacheldraht. Das spare ich mir. Okay, looten und raus, würde ich sagen. Naja. Gibt doch kein Geld mehr für mich. Hä? Der hat. Da liegt jetzt eine Crown King und eine Mosin. Ach so. Oh, ey. Du hast ja, die Pistole mitgenommen. Oh. Alter, was eine Runde. Ah, dann nehme ich mal die Mosin hier mit. Ich habe nur einen erschossen. Naja, besser als keiner. Und insgesamt haben wir es als Team geschafft. Ja. Ja gut, beim anderen Team hast du auch einen. Also insgesamt hast du zwei. Das stimmt, du hast recht. An zu extrahieren. Ja, komm. Und diesmal habe ich sogar aufgenommen. Prima. Ich bin ein Profi. Da oben sind noch Upgrade Points. Die nehmen wir natürlich noch mit. Auf jeden. Ich sitze hier an meinem Sessel, so ein Schluck Wasser. Warum? Du bist nicht so zusammengerutscht, ich bin runtergerutscht während der Beobachtung. Ich würde dich ja gerne öfter früher aufheben. Ja, aber okay. Wenn du so offen liegst, ist es halt immer. Ja. Hauptsache, wir sind raus. Richtig. Ich habe wieder gutes Zeug mitgenommen. Was hast du? Gutes Zeug mitgenommen. So, gucken wir mal. 8 Stück haben wir insgesamt. Das ist doch cool. Komm mal lassen, ne? Will ich bestimmt nicht beschweren. So, da gab's ordentlich Schmackes auf den. Und das war's auch schon wieder mit der Folge. Ich hoffe immer, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir gerne mit einem Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr von Hand Showdown sehen wollt. Und schreibt mal eure Meinung zu der Runde in die Kommentare. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.